Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zum heutigen Devisenradar, dem Wochenabschluss hier beim Devisenradar, beim JFD Devisenradar. Denn wir haben es hier mit dem ersten Freitag im Monat zu tun und Sie wissen, was das heißt. Das heißt Non-Farm Payrolls. Das heißt, heute am Nachmittag 14.30 Uhr kommt der US-Arbeitsmarktbericht raus und da darf mit Hochspannung beobachtet werden, wie die Marktteilnehmer darauf reagieren, nachdem ja die Indizes gestern schon durch die Decke gegangen sind und im Gegenzug das Währungspaar, welches unter anderem heute neben dem US-Dollar gegenüber dem Schweizer Franken im Fokus steht, nämlich der Euro gegenüber dem US-Dollar, weitere Tiefs markierte. Wir wollen uns hier wieder den Euro-US-Dollar mal in der näheren Beschau betrachten und unter anderem auch mit einem neuen Gimmick in Anführungszeichen, gestern ja schon im Stream vorgestellt, in meinem eigenen. In der kommenden Woche wird es dann den JFD Desk, den JFD Guidance Desk geben, der uns dann hier auch noch die Plattform bietet, solche Analysearten in Form der Kristallkugelbeschau noch konkreter vonstatten gehen zu lassen. Bleiben Sie dabei, geben Sie Obacht, wenn der Stream bzw. vielmehr der Guidance Desk, der JFD Guidance Desk online geht, dann haben wir hier täglich das eine oder andere Gimmick in dieser Hinsicht. Wir sehen aber hier zunächst Euro-US-Dollar und die Saisonalität ganz klar nach unten gerichtet. Das heißt, wir haben hier bis in den Februar hinein grundsätzlich keine Stärke zu erwarten. Rein mit Blick auf die letzten 15 Handelsjahre entwickelte sich der Euro gegenüber dem US-Dollar während der kommenden 20 Handelstage eher negativ. Was haben wir aber am Freitag heute zu erwarten beim Euro? Hier, ja, wir sehen es, wir haben eine grundsätzliche Abwärtsbewegung, insofern natürlich auch mit Blick auf die letzten 52 Handelswochen. Generell natürlich eine schwächere Tendenz, insbesondere der Mittwoch sehr, sehr schwach, Donnerstag schwach, der Freitag dann wiederum leicht besser, aber immer noch mit 45% positiver Schlusspreise ganz klar negativ anzusehen. Also heute rein statistisch ein schwacher Tag, rein saisonal erwartet uns da nicht allzu viel. Und wenn wir jetzt nochmal einen Schritt weitergehen, und da führe ich direkt mal das nächste Bild auf, dann sehen wir hier den Euro-US-Dollar im Stundenchart und mit dieser ja schon angedeuteten skizzenhaften Entwicklung. Das ist eine Patternstruktur, die sich mit der Saisonalität verbinden lässt. Hier handelt es sich sozusagen um die Fuzzy-Logik. Hier werden also vergangene Entwicklungen partizipiell in die Zukunft projiziert in Verbindung der Saisonalität. Und da sehen wir, dass Euro-US-Dollar grundsätzlich, und das trifft hier auch auf den Zeitpunkt 15, 14 Uhr zu, ja, eine schwächere Entwicklung erwarten lässt. Hier Preisniveaus im Bereich von 1,17, 22 vom aktuellen Level ausgehen und Euro-US-Dollar ist bislang 30 Pips in der Tagesrange gelaufen. Also hier noch deutliches Abwärtspotenzial. Zumindest sagt dies die Kristallkugel und das ist natürlich ein Aspekt, den man durchaus als Analyse mit einfließen lassen kann. Dazu gibt es im Übrigen auch heute noch eine größere Goldpreisanalyse, denn natürlich der Goldpreis auch von mir stetig im Fokus, vom JFD im Fokus aufgrund dessen, dass wir natürlich im Multi-Asset-Bereich auch Gold und Silber und Palladium und andere Rohstoffe anbieten zum Handel. Warten Sie da mal ab, in Kürze gibt es da eine größere Meldung auf der Goldmarkt-Startseite bezüglich eben hier einer Entwicklung des Goldpreises zum heutigen Tagesgeschehen. Ganz spannend, nämlich konträr zum Euro-US-Dollar, der sich, wie gesagt, wir haben es gerade gesehen, rein technisch schwächer entwickeln dürfte. Schauen wir daher aber jetzt mal auf den Stundenchart. Ich sagte ja bereits, Euro-US-Dollar bislang 30 Pips gelaufen. Und hier sehen wir die Entwicklung des Stundencharts der letzten Tage. Und natürlich haben wir hier eine klare Abwärtstendenz. Wir schlängeln uns gerade um den Daily Pivot Point herum. Das ist hier bei 1,1797. Und die Situation natürlich ganz klar, immer wieder Lower Lows und Lower Highs, also nach Markttechnikstrukturen ganz klar nach unten abwärts gerichtet. Jetzt versuchen wir uns gerade wieder zu erholen, aber es lässt sich hier, ja, der Resistant Punkt 1 ist ein ganz klarer Widerstandsbereich, den wir auch hier gleich mal lokalisieren. 1,1841. Sollte sich Euro-US-Dollar entgegen der, wie wir gerade gesehen haben, Kristall Entwicklung neben der statistischen Entwicklung tatsächlich weiter nach oben erheben, dürfte hier im Prinzip die Luft eng werden. Also gute 40 Pips nach oben, dann scheint die Luft dünn zu werden. Heute die Non-Farm Payrolls können jederzeit natürlich das komplette Chartbild umwerfen, gar keine Frage. Es kann hier immer wieder ganz anders kommen. Auch statistische Kennzahlen haben gerade an News-Tagen relative Relevanz, da man eben davon ausgehen muss, dass News hier schlagartig das Sentiment kippen können und auch die technische Tendenz. Aber
Hier ist definitiv der Deckel oben drauf. Geht Euro US-Dollar über 1,1841, dann hätte man hier durchaus noch mehr zu erwarten. Dann sehen Sie, kann man hier sehr schön nach oben ableiten im Zuge der letzten Stunden Hoch und Tiefs während der letzten Handelswoche. Also hier 1,1887, 1,1890 wäre dann der Resistance Point 2 abgeleitet vom Pivot-Punkt. Also hier oben wäre dann das nächste Ziellevel, wenn wir nach oben ausbrechen. Aber genug von Zielen gesprochen. Nach unten, wie gesagt, haben wir hier technisch gesehen das Level von 1,1720 anhand der FTSE Vektorlogik rein projektionstechnisch mal anvisiert. Das heißt also, hier das Support Level 1 scheint durchaus erreichbar, wenn denn Euro US-Dollar ein neues Tagestief markiert. Also unterhalb von 1,1785, das heutige Low der Asia Session bzw. der European Morning Session, wäre hier dann auch das neue Tagestief. Und wenn wir da drunter laufen, spricht viel dafür, dass wir die gestrigen Tagestiefs, das war das Niveau von 1,1754, Schrägstrich dann den Support Level 1, 1,1748 ansteuern. Und ja, im Worst Case, im Ausdehnungsfall, kann es dann auch noch einen deutlichen Schub oder Rutsch weiter nach unten geben. Auf Wochenchartbasis hatte ich auch schon dargestellt, ich lade den Chart gerade nochmal hoch. Das hatten wir ja auch schon mal besprochen. Moment. Euro-US-Dollar hier ja an einem Key-Level 1,1877. Da ist er. Jetzt auch gerade mal schlank selber einzeichnen können. Aber hier diese Horizontallinie, diese Horizontalunterstützung vielmehr, abgeleitet schon ja, von vor 10 Jahren, hier im Jahr 2003 ein Hochpunkt ausgebildet, hier im Jahr 2004 April ein Support-Level, hier dann nochmal im November 2005 und jetzt sehen Sie dann auch unlängst hier eine Bestätigung im Juni 2010. Also hier definitiv ein Level 1,1870, 1,1890, das interessant scheint. Wenn wir da heute per Weekly Close drunter gehen, dann sieht das für den Euro gegenüber dem US-Dollar mit Blick auf die nächsten Wochen auch nicht gut aus. Und das wird auch hier, wie wir in der Saisonalität sehen, definitiv gestützt. Gut, schauen wir uns kurz, ganz kurz nochmal das Gegenpaar zum Euro gegenüber dem US-Dollar an, nämlich dem US-Dollar Schweizer Franken. Warum? Weil dieses Währungspaar hier eine ganz klar negative, beziehungsweise was sage ich, doch eine negative Korrelation hat. Insofern, dass sich, wenn sich der Euro US-Dollar schwächer entwickelt, sich der US-Dollar gegenüber dem Schweizer Franken positiv entwickelt und umgekehrt, also eine Stärke bei dem Euro Schwäche beim US-Dollar Schweizer Franken implizieren. Und hier haben wir natürlich ein komplett konträres Bild. Also immer wenn Euro-US-Dollar fällt, steigt US-Dollar Schweizer Franken. Und hier haben wir auch technisch gesehen natürlich den Anlauf auf neue Hochpunkte. Supporttechnisch hier sehr schön zu sehen. Das sind mal die Marken, die ich Ihnen jetzt mal nennen will. Hier auf der Unterseite das Level 1,0165. Da haben wir es. Das ist hier das Niveau, was sich hier als Supportbereich bildet. Das heißt, wenn US-Dollar Schweizer Franken im heutigen Tagesverlauf in dieses Level einkehren sollte, stehen die Chancen gut, dass wir von diesem Niveau aus wieder nach oben anziehen. Ich will Ihnen auch ganz kurz dann mal dazu das Bild auf Stundenbasis zeigen, hier im Sinne des Auswurfs der heutigen Tendenz. Auch interessant, da sehen Sie hier, wie gesagt, das konträre Bild, wenngleich wir hier rein projektionstechnisch zu den Nachmittagsstunden hier das Hoch, also Non-Farm-Payrolls, lassen hier auf einen starken US-Dollar gegenüber dem Schweizer Franken hoffen. Euro-US-Dollar, wir haben es gesehen, entsprechend umgekehrt. Dann aber dürfte sich bis zu den Abendstunden das Ganze wieder abbauen. Rein statistisch gesehen, rein mal mit dem Blick auf die Kristallkugel. Wir werden verfolgen, ob es tatsächlich so kommt. Aber zumindest bis in den Nachmittag hinein könnte der US-Dollar gegenüber dem Schweizer Franken hier durchaus Auftrieb erleben. Oberhalb von 1,0165, das wären Kaufniveaus, spricht viel dafür, dass wenn wir den Daily Pivot Point wieder erobern, hier in dem Bereich der gestrigen Hochs um 1,020 ansteigen, dann vielleicht sogar das Resistance Level 1,0224 ansteuern im Ausdehnungsfall. Also wie gesagt, eine sehr, sehr interessante Geschichte zu dem heutigen Geschehen. Wir warten mal ab, was der Tag noch bringt. Wie gesagt, Non-Farm-Payrolls definitiv sehr, sehr interessant. Ich bedanke mich an dieser Stelle jedenfalls schon mal für Ihre Aufmerksamkeit. Würde mich freuen, wenn Sie in der kommenden Woche und überhaupt wieder einschalten, 9:30 Uhr täglich. Dann auch in Zukunft übrigens mit untertags Live-Trading-Streams, wenn der JFD-Desk dann etabliert ist. Lassen Sie sich mal überraschen, dann machen wir das, was jetzt läuft, praktisch immer zu Events oder auch interessanten Marktgegebenheiten. Das heißt, wir schalten uns dann einfach live auf den Markt und bewerten die Situation. Also, das Jahr 2015 hat noch viel zu bieten. Freue mich darauf, wenn wir den Weg gemeinsam gehen. Ich sage an dieser Stelle vielen Dank und vorab ein schönes Wochenende.